Jetzt machen wir doch mal bei Bernhard weiter. Also erst einmal benutze Hamster mit Eistruhe. Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Doggen. So. Jetzt gucken wir uns mal weiter hier um. Mauseloch. Fernseher. Hier ist eigentlich, soweit ich weiß, nichts mehr. Außer vielleicht hinter dem pokerspielenden Hunden. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Nope. Hier vielleicht noch was. Außer dem Schlafenden, der auf dem Hemd liegt. Hier ist nur Green Tentakel mit dem ganzen Zeug. Nett. Bowlingkugel. Oh, ich habe ja vergessen. Wir müssen immer mal wieder die Türen schließen und gucken, ob was dahinter ist. Genau, das könnte nämlich auch sein, dass die Schlüssel hinter einer Tür versteckt sind. Dann habe ich gar nicht mehr gedacht. Genau, da sind die Schlüssel, ja. Genauso müssen wir auch bei Hogi nachher nochmal nachgucken, ob nicht hinter irgendeiner Tür das Seil verborgen ist. So. Weil hier ist, soweit ich weiß, kein Seil und wir brauchen das Seil. Aber erst einmal färben wir Cousin Ted rot ein. So. Ted ist rot und Ted ist tot. Der Witz war flach. So, Kumpel, hier hast du die Schlüssel. Hier, vielleicht sind das die Schlüssel. Wo? Gib her! Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Danke, maskierter Mann. Vielleicht dieser. Mist. So. Vielleicht ja, dieser. Vielleicht, wir haben jetzt die Brechstange. Wer trägt denn auch schon so viele Schlüssel? Ja, und der kann erstmal damit stillgelegtes Rohr. Welch schönes, klares Wasser. Nö, nichts Neues hier. Aber wir haben jetzt die Brechstange auf jeden Fall. Oh. Wir können ins Auto sehen, der Typ ist weg. Es ist wirklich dreckig. Ist im Kofferraum noch was? Leer. Nein, es ist leer. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Schade. Also ist da das Seil schon mal nicht drin. So, jetzt benutzen wir das hier mit dem Kaugummi. Und haben jetzt einen Groschen. Ja, das war nicht so toll. Pfefferminz. Ja, für was wir das Kaugummi nochmal brauchen, das weiß ich gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall können wir uns jetzt an dem Klauen rächen. Und seinen Lachkasten mitnehmen. So. Kamin und alles. Dann gucken wir noch mal in die Türe rein. Hier ist nichts außer der Mikrowelle und hier dürfte auch kein Seil leider rumliegen. Und oben ist, soweit ich weiß, auch kein Seil. Nein. Ach doch, da ist das Seil.
Das hat er super toll entknotet. Gut. Aber wir können jetzt schon mal Dr. Fred retten. Indem wir das Seil benutzen. So, erstmal wieder runter hier. Weil jetzt, wie ihr gesehen habt, war Dr. Fred so rot eingewickelt, warum auch immer. Aber wir haben ja seinen toten Neffen oder Enkel, Bruder oder Sohn wahrscheinlich sogar. Ja, wie ich sagte, wir haben seinen toten Sohn jetzt rot angemalt, dass sie beide einigermaßen gleich aussehen. Und wir haben einen Haufen 50er. 1968. 1974. Das kann jetzt eine Weile dauern. Oh, 1977. Später am Tag. Viel, viel später. Haben wir einen Haufen Groschen. Mal sehen. Das sind circa 876.650er. Ja. Die werden wir auch brauchen. Also erstmal nehmen wir den Groschen für den Zahlschlitz. Dass er hier mal einen Abflug macht. Dong. Und dann nehmen wir da den Pulli. Bäh, tropfnass. Ja. Die Sachen gehen nämlich nachher gleich alle zu Laverne. So. Wir benutzen aber erst einmal das Seil mit Cousin Ted. Ah ja, er ist nur der Cousin, nicht der Sohn, nicht der Bruder von dem anderen. Ja, er ist schon tot, hängen wir ihn auch noch gleich auf. Ah, wie freundlich vom Bernhard. Also ab aufs Dach. Und Seil benutzen. Besser nicht. Beziehungsweise am Seil ziehen, oder? Klemmt. Nein, am Seil ziehen. Bong. 5 Punkte Landung. So. Wieder ab hoch mit uns. Denn jetzt müssen wir Fred austauschen mit dem manipulierten Cousin. Genau. Wir könnten noch mit ihm reden. Tja, ich hätte dann mal lieber die Welt. Dr. Fred? Schläft wohl noch. Mhm. Können wir da uns aber ansehen. Er ist in rotem Band eingewickelt. Warum auch immer. Schauen wir mal zum Guckloch. Da sind ein paar Typen von der Steuerfahndung nebenan. Ja. So, wir benutzen jetzt Ted mit Dr. Fred. Das sieht ulkig aus. Würden wir das nämlich nicht so machen, würden die beiden Typen uns bemerken. Ich dachte, da war etwas. Alles in Ordnung da drin? Versuch einfach leise zu sein, okay? benutze Seil mit Dr. Fred. So, und jetzt raus hier. Und am Seil wieder ziehen. Nö, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Jetzt macht er einen anderen Fehler.
arme Dr. Fred. Jetzt hat der Burnout ein Loch hinterlassen. Dong. Uff. Dr. Fred, sind Sie okay? Dr. Fred, ich bringe ihn besser ins Labor. Ja. Tja, jetzt habe ich ihn hier, aber er ist bewusstlos. Deswegen wecken wir ihn jetzt auf Trichter in seinen Mund, dass er auch ja was trinken kann. Und dann ab mit dem Kaffee in den Trichter, dass wir ihn wach bekommen. Oh je, er explodiert gleich. Okay, er ist wieder wach und so. Verdammt guter Kaffee. Und so grimmig wie immer. Gut, hat er was Neues zu sagen? Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid, ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Vergiss es, ich werde mich selbst zur Puppe unterschreiben Sie oder ich werde echt verrückt. Gut, dann lesen Sie ihn halt, aber die ganze menschliche Rasse ist in Gefahr. Aber die ganze menschliche Rasse ist in Gefahr. Natürlich. Deswegen denke ich doch schon die ganze Zeit darüber nach. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Mhm. Müssen wir uns was anderes überlegen, hä? Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Unterschreiben Sie oder ich werde echt verrückt. Unterschreiben Sie oder ich werde echt verrückt. Und was dann? Bist du nicht mehr mein Freund? Na, so klappt das irgendwie nicht. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Dann lesen Sie ihn halt. Gut, dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Können wir den irgendwie sabotieren? Besser nicht. Nein, damit wahrscheinlich auch nicht. Und mit der Tinte wahrscheinlich auch nicht. Zu langweilig. Nö. Wie kriegen wir ihn dazu zu unterschreiben? Dumm. Oh, war wieder ein Zeitungsbericht. Tentakel hilft Smaragd zurück. Bürgermeister gratuliert Purpurheld. Ja, so kann man es auch machen. Bernhard-förmiges Loch anschauen. Das ist ein Loch, geformt wie ich. Da bin ich nicht stolz drauf, aber es ist nun mal da. Ja. Puh, welche Möglichkeiten haben wir noch? Gibt's noch was im Fernsehen? Das ist richtig. Ein wahnsinniger 4000-karätiger Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Rufen Sie jetzt an. 1800 Star Wars. Rufen Sie an, sagen Sie, Yoda schickt Sie. Nein. Das bringt uns schon mal nichts. Also der Fernseher jedenfalls. Vielleicht hat der andere Fernseher was anderes zu sagen. Aber ich glaube, der sagt dasselbe. Jawohl, es stimmt. Ein unglaublicher 4000 Karat Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Die Nummer lautet 1800 Star Wars. Wanda ist bereit, ihren Anruf entgegenzunehmen. Nein. Jawohl, es stimmt. Ein unglaublicher 4000 Karat Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Die Nummer lautet 1800 Star Wars. Wanda ist bereit, ihren Anruf entgegenzunehmen. Nein. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte?
Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. Es tut mir leid. Hier steht, dass das Konto leer ist. Das klappt schon mal nicht. Das hätte ich mir auch denken können. Ich muss mir gerade überlegen. Hätte ich die Briefmarke behalten sollen? Oder ist das Ding vorbereiten?